liebe Freundinnen und Freunde, Deutschland ist 1955 der NATO beigetreten. Eine falsche Entscheidung, ich war immer gegen die NATO. Diese Mahnung, dass man freundlich mit der NATO umgehen soll, kann ich nur so beantworten. Die NATO geht nicht freundlich mit der Bevölkerung um, geht nicht freundlich mit uns um. Wer Krieg führt, kann keine Freundschaft erwarten, jedenfalls nicht von mir. 1955 ist Deutschland beigetreten der NATO. Seitdem wird im Parlament immer diskutiert, wie man die NATO stärken kann, wie man mehr Geld ausgibt für Rüstung. Es ist noch nie im Deutschen Bundestag diskutiert worden, dass man auch aus der NATO raus kann und dass man die NATO auflösen will. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen diese Debatte, auch im Parlament. Und das ist relativ einfach. Ich glaube ja auch, ich glaube selten an Wunder. Ich erhoffe mir manchmal Wunder, aber ich glaube selten dran. Ich glaube natürlich nicht, dass SPD, Grüne und CDU unserem Antrag zustimmen werden. Das ist eine furchtbare Enttäuschung. Obwohl, das muss ich dazu sagen, es gab schon mal Zeiten, wo es im Programm der Grünen stand, dass man aus der NATO raus will. Es gab schon mal Zeiten, wo es im Programm der Sozialdemokratie stand, dass man die NATO überwinden will. Das ist aber leider lange her. Es ist notwendig im Bundestag, Argumente gegen die NATO vorzutragen und eine Debatte loszutreten. Und ich baue weniger auf uns, wir werden uns Mühe geben, ich baue vor allen Dingen auf Sie. Wir brauchen den öffentlichen Disput über die NATO, über die Kriege der NATO und über politische Alternativen. Und wir möchten, dass das ein Zeichen wird, mehr nicht. Es ist schon viel, ein Zeichen wird, dass auch im Bundestag über diese Fragen gesprochen wird. Und greifen Sie bitte diesen Impuls auf, reden Sie mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen über die NATO. Es gibt viele, die in Deutschland der NATO nicht mehr hinterherlaufen. Das ist unsere Absicht, zum ersten Mal im Bundestag über eine Auflösung der NATO zu reden. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Argumente gerne vortragen. Wir haben diesen Impuls nicht in normalen Zeiten des Friedens ergriffen. Viele von uns sagen immer wieder, es drohen Kriege. Ich behaupte, es drohen nicht nur Kriege, sondern wir sind inmitten von Kriegen, wo wir raus müssen. Das ist doch die entscheidende Frage. Raus aus dem Krieg in Syrien. Es ist furchtbar, wie viele Menschen in diesem Krieg umgekommen sind und täglich sterben. Raus aus dem Krieg in Syrien. Und ich möchte auch, das will ich dazu sagen, dass kein deutsches Militär in Syrien eingesetzt wird. Wir sind vor das Verfassungsgericht gegangen, um dagegen zu klagen, dass deutsche Militärflugzeuge in Syrien sich engagieren. Das heißt, sie machen ja nur Aufnahmen, wird behauptet. Nach den Aufnahmen kommen die Bombenabwürfe. Der Hehler ist genauso schlimm wie der Stehler. Und in diesem Falle ist der Hehler und Stehler auch die Bundeswehr in Syrien. Das wollen wir ändern. Für mich ist es unerträglich, dass immer noch die Bundeswehr in Afghanistan steht. Seit 13 Jahren kenne ich die Debatte, wir sind dort, um das Land zu befreien. Was ist denn passiert? Man kann sich ja mal die christliche Logik, die ich in manchen Fällen ganz gut finde, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Was ist denn passiert? Ist die Gefahr des Terrorismus kleiner oder größer geworden nach dem Krieg in Afghanistan? Sie ist größer geworden, das kann man jeden Tag erleben. Ist denn die Chance für Demokratie kleiner oder größer geworden? Sie ist kleiner geworden, das kann man jeden Tag erleben. Und es wurde behauptet, der Krieg in Afghanistan wäre ein Krieg für Abrüstung. Wird denn abgerüstet oder wird aufgerüstet? Kriege treiben in Aufrüstung. Das muss man begreifen. Und ich sage dazu, für mich ist unerträglich, dass mittlerweile die Bundeswehr an der Westgrenze von Russland steht und dort eingesetzt wird. Das hat sich gerade hier vor der neuen Wache, es hat sich doch keiner vorstellen können zum Zeitpunkt der deutschen Vereinigung, dass einmal die Bundeswehr an die Westgrenze von Russland geschickt wird, nach Litauen geschickt wird, mit Tricks und mit Täuschung. Ich bin dafür, dass man mit Russland Frieden schließt, dass man mit Russland zusammenarbeitet. Und ich bin strikt dagegen, dass man deutsches Militär
dorthin schickt, wo deutsches Militär einmal das Markenzeichen für Mord und Totschlag gewesen ist. Wer sowas macht, handelt unverantwortlich. Ja. Und ich habe versucht, immer zu diskutieren. Ich habe das auch immer versucht zu verstehen und zu akzeptieren, dass der Massenmord an Jüdinnen und Juden ein besonderes Verhältnis begründet zu Jüdinnen und Juden. Nicht unbedingt zum israelischen Staat, sind ja zwei Dinge. Ich sage auch, der Massenmord Deutschlands an den Bürgern der Sowjetunion, den verschiedenen Ländern, der Russen, der Ukraine, der Belorussen, der Massenmord an 2,7 Millionen Menschen begründet ein anderes Verhältnis zu Russland. Mehr Bescheidenheit, mehr Zurückhaltung, mehr Demut wäre angebracht, wenn man mit diesem Land umgeht. Und dieses von oben herab gegen Russland zu hetzen, macht die Beziehung kaputt. Ich erwarte nicht von der Bundesregierung, dass sie ein Gefühl der Freundschaft zu Russland entwickelt. Wäre schön, wenn sie es täte, aber sie wird es nicht tun, ist auch gar nicht die entscheidende Frage. Ich sage aber ganz deutlich, liebe Bundesregierung, macht uns Russland nicht zum Feind. Das würde Deutschland, das kann Europa nicht ertragen. Macht uns Russland nicht zum Feind, sondern schlagt eine andere Politik ein. Aber eine andere Politik, wenn man in einer Sackgasse ist, muss man gucken, wie man aus der Sackgasse rauskommt. Das weiter so hilft da überhaupt nichts. Und die Politik der Bundesregierung ist teilweise weiter so, teilweise schlimmer so. Wenn man in der Sackgasse ist, muss man zurück. Und zurück bedeutet in erster Linie, die NATO muss abgezogen werden. Aus Litauen, von der russischen Grenze. Das sagen mittlerweile viele, wo ich mich auch freue. Also wenn ich lese, was mein Uraltgegner Gerd Schröder mittlerweile zu Russland sagt, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Wenn ich lese, was der deutsche Außenminister sagt, der gegen Kriegsgetöse redet, wenn er auch ein bisschen was handeln würde, wäre auch ganz gut. Ich freue mich, dass der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Harald Kujat sagt, dass man muss ein besseres Verhältnis zu Russland wieder sich zulegen. Viele mahnen und selbst Wolfgang Ischinger, der Sonderbotschafter, der die Münchner Sicherheitskonferenz macht, bittet um Mäßigung. Ja, es wäre schon was, wenn sich Deutschland gegenüber Russland mäßigen würde, was den Ton angeht und was die Politik angeht. Ich möchte gern ein Stückchen weiter. Mäßigung langt mir nicht, sondern ich möchte Schluss gemacht werden mit einer solchen Politik. Und Schluss machen mit einer solchen Politik heißt raus aus der NATO. Eine andere Politik geht nicht mit der NATO. Jetzt reden und schreiben viele, dass man die NATO umbauen müsste, reformieren müsste. Wissen Sie, liebe Freundinnen und Freunde, ein Militärbündnis kann man nicht reformieren, kann man nicht umbauen. Ein Militärbündnis ist dazu da, um militärische Aufmärsche, Drohgesten und Einsatz von Militär zu leisten. Soll denn künftig Militär ein bisschen demokratischer eingesetzt werden, etwas weniger streng, das ist alles Unsinn. Die NATO ist nicht zu reformieren, deswegen muss man sie auflösen. Und man muss sie ersetzen durch ein anderes System der zivilen Sicherheit in Europa. Es gab immer diesen Vorschlag der verschiedenen russischen Präsidenten. Man hat noch nicht mal ernsthaft darüber verhandelt, ob das möglich ist. Viele sprechen jetzt vom Minsker Abkommen, wo ja auch der Punkt drin ist, ein gemeinsames Raum der Sicherheit von Vladivostok bis Vancouver. Soll mir recht sein, ein solcher Raum der Verhandlung, des Austausches, der Wirtschaft kann uns alle was bringen. Aber der muss damit beginnen, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Man kann doch nicht ernsthaft verhandeln, wenn man gleichzeitig Sanktionen gegen Russland verhängt. Wirtschaftliche, politische, moralische. Ich kann ja nicht mal meine Kollegen des russischen Parlaments nach Deutschland einladen. Einladen kann ich sie. Aber sie dürfen nicht einreisen, weil sie die russische Politik mit vertreten haben. Wer glaubt denn, dass die russische Regierung und russische Abgeordnete nicht die Politik ihres Landes vertreten? Das ist doch absurd. Ich habe das der Kanzlerin gesagt, die hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hätte, das kann ich wiederum verstehen, ich könnte doch jederzeit nach Moskau fahren, tue ich auch.
nehme die Freiheit. Ich möchte aber auch, dass russische Abgeordnete jederzeit nach Deutschland fahren können und hier im Bundestag diskutieren können. Ich habe mich geschämt, dass dieses Parlament nicht eine starke gemeinsame Veranstaltung zum 75. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion zustande gebracht hat. Das war alles ein bisschen verschämt. Ich habe gesehen, wie der russische Botschafter bedrückt aus dieser Veranstaltung gegangen ist. Das kann doch nicht ernsthaft sein, dass wir in Deutschland wieder eine Politik machen, wo ein russischer Botschafter bedrückt rausgehen muss, weil nicht seinem Land gewürdigt worden ist, was uns alle vom Faschismus befreit hat. Ja. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte gern zum Schluss noch ein Problem ansprechen. Normalerweise sagt einer, der im Parlament sitzt oder in einer Partei, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie meine Partei, wir machen das Ganze schon. Ich möchte Sie auffordern, das Gegenteil zu tun. Ich bitte Sie sehr, schauen Sie uns genauestens auf die Finger. Schauen Sie uns genauestens auf die Finger und lassen Sie nicht zu, dass man so leichter Hand über Dinge weggeht. Bewegungen sind dazu da, um Parteien voranzutreiben, darum bitte Sie auch. Bewegungen sind dazu da, viel genauer hinzuschauen, wie es manchmal Parteien tun oder können. Ich glaube, dass sie es nicht müssen, wie sie es tun. Parteien streben nach Mehrheit. Und Mehrheit und Wahrheit sind nicht immer identisch. Manchmal war das auch eine kleine Minderheit, die dichter an der Wahrheit dran war, wie große Parteien. Nehmen Sie sich das Recht und seien Sie diese kleine Minderheit, die genau hinschaut, die einen genau auf die Finger schaut. Wir alle haben doch Erfahrungen zusammen gemacht. Wir haben Erfahrungen gemacht mit der Sozialdemokratischen Partei, die ihre Programme, was Frieden angeht, immer verraten hat. Wir haben Erfahrungen gemacht mit den Grünen, die das Gleiche gemacht hat. Ich möchte nicht, dass man die gleichen Erfahrungen mit den Linken macht. Und da ich mir selber nicht genügend traue, meine Kolleginnen und Kollegen nicht, traue ich Ihnen und bitte Sie sehr herzlich, schauen Sie genau hin. Kritisieren Sie uns. Setzen Sie sich auseinander mit dem, was wir vorschlagen. Wenn Sie den Eindruck haben, wir wären knieweich, dann stärken Sie unser Kreuz, dass es stabiler wird. Wenn Sie den Eindruck haben, dass wir Dinge, die wichtig wären, fallen lassen, weil wir uns ein bisschen anpassen wollen, dann kritisieren Sie uns. Viele reden immer über die rot-rot-grüne Regierung. Ich sehe die überhaupt nicht, weil nicht, weil ich prinzipiell dagegen bin, sondern weil ich keine Partner sehe in den Sozialdemokraten und in der Grünen Partei. Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, für mich wäre eine Regierungsbeteiligung nicht, die erfordert einen Preis. Und ich bin nicht bereit, diesen Preis in der Friedensfrage zu zahlen. Mit der Linken darf es keinen Krieg geben in diesem Land. Und mit der Linken muss es eine Politik geben, dass wir der NATO den Kampf einsagen. Wenn wir morgen davon ein bisschen rüberkriegen, bin ich froh. Dann haben wir ein bisschen Impuls gestartet, haben wir ein bisschen eine Situation aufgegriffen. Vielleicht befördern wir sogar ein bisschen Nachdenken. Ich weiß, dass bei SPD und Grünen auch immer Kolleginnen und Kollegen sind, die, wenn man rausgeht, draußen sagen, hast du recht gehabt. Ich möchte endlich, dass auch Sozialdemokraten und Grüne in diesem Lande wieder so selbstbewusst werden, dass sie sagen, mit uns darf es keinen Krieg geben und deswegen muss man den Kurs dieser Bundesregierung ändern. Das wollen wir in der NATO fragen und in vielen Fragen. Herzlichen Dank. Applaus